Hey, hey, Dennis Correa, herzlich willkommen zu Bitcoin vom Mancho 551, heute am 13. Februar. Wir sprechen über den Ratschlag eines Milliardärs zu Bitcoin, über die Blockchain und Ehrlichkeit von Regierungen und letztendlich über Rentenfonds, die in Krypto investieren. Wir beginnen wie immer mit dem Preis. Und der Preis, der steht aktuell bei 3603. Also die 3600-Dollar-Marke, ja, das ist so die magische Marke aktuell. Und ja, mal sehen, was jetzt passiert. Im Moment halt nicht sonderlich viel. Also die Schwankungen sind relativ gering. Aber das kennen wir ja. Die Schwankungen sind gering. Und dann gibt es einen Ausbruch nach oben oder nach unten. Beides ist gerade möglich. Vielen Dank an den heutigen Sponsor Coinmerse.io. Coinmerse ist eine Kryptobörse aus den Niederlanden, wo du über 85 Kryptowährungen direkt gegen Euro ganz einfach per SEPA-Überweisung, Sofortüberweisung, Giropay und andere Möglichkeiten erwerben kannst. Lade dir auch die kostenlose Coinmerse-App herunter und werde Teil des Kryptomarkts. So, gucken wir mal, was ein Milliardär sagt. Der Milliardär Zhao Dong sagt, kauft Bitcoin jetzt, solange es wirklich niemand interessiert. Und ja, er ist einer der größten OTC-Trader Chinas, Bitcoin-Milliardär, und hat jetzt bei WeChat über die Kryptobranche gesprochen. Er glaubt nicht, dass wir den Kryptowinter in diesem Jahr verlassen, so wirklich. Also der Winter wird noch ein bisschen bei uns bleiben. Aber er glaubt, jetzt ist ein guter Zeitpunkt, um sich einzudecken und langfristig zu halten. Und er sagt, es ist ganz klar, jetzt wo die Preise unten sind, verfolgen viel weniger Menschen die gesamte Branche als noch im Bullrun 2017. Vielleicht weißt du es selber, ja, wie es war. 2017 kamen viele Leute an, haben sich erkundigt, was ist das, wie funktioniert das, wie kann ich investieren. Und jetzt, wo die Preise eigentlich gut sind zum Einsteigen, interessiert es wirklich keinen. Und er glaubt halt auch, dass der Bitcoin-Kurs erst, wenn er über 10.000 Dollar wird, wieder die Leute anziehen wird. Die Leute werden erst dann bei 10.000 plus wieder Interesse haben. Ich persönlich glaube, dass wir die 10.000 erst ja, nächstes Jahr irgendwann wiedersehen. Mal gucken, ja, ob ich da recht behalten darf oder nicht. Ja. Er sagt aber ganz klar, wenn du an die Zukunft von Bitcoin glaubst, ist es am besten, so viel wie möglich davon zu besitzen, wenn es niemanden interessiert. Und aktuell interessiert es nicht wirklich viel, natürlich, außer uns hier bei der Bitcoin Info Mancho und die wirklichen Hardcore-Krypto-Fans, so wie ich es auch bin und hoffentlich du auch. Ja. Aber er sagte wirklich, ja, 2020 wird das Frühjahr wiederbringen und der Krypto-Sommer wird erst 2021 erwartet. Genauso erwarte ich das auch. Und ja, mal gucken, wann es wirklich dann auch letztendlich losgeht. Und er sagt ganz klar, im Bullenmarkt überrede ich die Leute nicht, Bitcoin zu kaufen, weil es einfach scheint, schnelles Geld zu verdienen. Aber in Wirklichkeit ist es das nicht. Wir alle wissen es. Jetzt fange ich an, die Leute davon zu überzeugen, Bitcoin zu kaufen. Also ganz klar, lieber jetzt kaufen als im Bullenmarkt. Gar keine Frage. Man soll immer dann kaufen, wenn Blut auf den Straßen fließt. Und das Blut fließt schon ziemlich lange hier. Irgendwann muss der Bulle ja, der Bär ja ausgeblutet sein, sage ich mal. Mal gucken, wann es dann kommt. Und natürlich, 2019 wird trotzdem, ich denke, noch ein schwieriges Jahr werden für viele Unternehmen, die ja einfach sterben werden, genauso wie viele Coins. Aber ich glaube, daraus können auch so wie damals im Dotcom-Boom die großen Player hervorgehen. Und wenn es dann ja daran geht, diesen nächsten Bullrun einzuläuten, denke ich, werden die Unternehmen, die wirklich was leisten, ein gutes Projekt haben, nutzbaren, nützlichen Token haben, nach oben schießen und die alten All-Time-Highs erblassen lassen. Also 2019 wird ein gutes Jahr für Unternehmer, aber auch gleichzeitig ein schlechtes Jahr, weil man halt nicht genau weiß, was passiert. Aber Zhao Dong hat noch einen Ratschlag für Investoren, Unternehmer auf den Weg gegeben. Ja, das Einzige, was du brauchst, ist Geduld, ja, die wünsche ich uns allen, die Geduld darauf zu warten. Ja, gucken wir mal rüber zum Overstock Founder. Er glaubt halt, die Bitcoin oder die Blockchain wird, ja, ich sag mal, Regierungen ehrlicher machen und super effizient. Das hat er jetzt in einem Interview gesagt. Und er glaubt, wir sind jetzt an einem Punkt angelangt, wo es einfach an der Zeit ist, alle Regierungs- oder Government-Strukturen und Services zu überholen und im Optimalfall durch Blockchain-Technologie zu ersetzen. Er sagt ja, wir brauchen ein Government as a Service, ja, und Firmen, die wirklich ja, die Effizienz der Blockchain dann auch
in die, ich sag mal, in die langsamen Mühlen der Demokratie bringen und dort die Prozesse einfach super effizient machen, optimieren und ganz wichtig vor allem auch, ja, so darstellen die Prozesse, dass man auch nicht mehr betrügen kann, dass man nicht mehr schmieren kann und so weiter. Ja, Korruption ist ja auch in Regierungen ein großes Thema. In Deutschland ist das vielleicht nicht so ein großes Thema, weil man es nicht merkt, aber wenn man mal an die großen Skandale denkt, diese ganzen Dieselgeschichte oder auch der Atomausstieg oder auch mit der Bundeswehr, es gibt immer wieder Skandale, wo Millionen oder vielleicht Milliarden fließen, Leute bestochen werden und so weiter und so fort. Denk doch nur mal daran, wenn du ein neues Auto anmeldest, wie nervig dieser Prozess ist, zum Straßenverkehrsamt zu gehen, dort rumzulungern, stundenlang teilweise, wenn es überfüllt ist. Und ja, die ganzen Mitarbeiter da machen im Endeffekt nichts weiter, als ihren Fahrzeugschein ausdrucken, ein neues Kennzeichen erstellen. Ich habe ja in Australien gelebt, da gibt es kein Straßenverkehrsamt, wo man ein neues Kennzeichen macht, ja, sondern das wird alles online gemacht. Du kannst alles online machen, du verkaufst ein Auto, gibst online auf der Seite der Motor Registry den neuen Käufer ein, zack, und das Auto ist übertragen, du brauchst nur eine Versicherung. Ja, und das ist viel, viel effizienter, als es hier bei uns ist. Ich glaube auch, dass ja, wenn man solche Services dann in die Regierung oder in unsere Gesellschaft integriert, dass sehr viele Jobs verloren gehen, und das ist natürlich garantiert auch ein Grund, dass das vielleicht nicht so gewünscht ist von der Politik, aber hey, es lässt sich nicht aufhalten. Und Brian sagt auch, wir könnten jetzt hier in Venezuela einfach 6 Laptops mitnehmen und am weitesten entwickelte Regierungssystem in der Welt aufsetzen mit ein paar Laptops. Hier könnten wir eine App zur Verfügung stellen, die jeder Venezuelaner runterlädt, wo wirklich ja das fortschrittlichste Bankensystem auf der Welt bereitgestellt wird. Und ja, das wird sich zeigen, wie das geht. Brian glaubt auch, dass er ja in Zukunft einige Verträge mit wirklich souveränen Staaten schließen kann, wo er einfach ja die Government Services optimiert. Und natürlich werden das kleine Staaten sein, die diese Hilfe annehmen. Und ja, das denke ich, diese werden dann auch die Zukunft einläuten und vielleicht auch dementsprechend Business anziehen, viele Leute anziehen und die großen Staaten hoffentlich dazu zwingen, auch auf diesen Zug mit aufzuspringen und endlich ja ein bisschen mal was für die Bürger zu tun, Sachen zu optimieren. Ja, Overstock möchte auch seine Steuern zum Beispiel in Bitcoin zahlen im Staate Ohio, und er glaubt halt, ja, dass Firmen gerade in den USA einfach jetzt Gas geben müssen, damit sie vorne mit dabei sind, was diese ja schnell entwickelnde Branche angeht, und einfach nicht verlieren und hinten dran bleiben. Und ich wünsche mir auch, dass Deutschland das irgendwann mal kapiert, aber ich habe da jetzt nicht so große Hoffnung, weil wenn man in die Politik guckt, ja, da kann einem schon ein bisschen anders werden, wenn man sieht, was für Menschen hier unser Land leiten. Aber hey, so ist es nun mal, ja, und damit müssen wir leben. Also, gucken wir weiter rüber in die USA, wir bleiben dort. Es gibt nämlich 2 Rentenfonds, die 40 Millionen in einen Crypto-Venture-Capital-Fonds investiert haben. Und ja, das zeigt mal wieder das Vertrauen, was in diese Branche gesetzt wird. Und das Ganze geht von Anthony Pompliano aus, auch eine sehr bekannte Figur in der Krypto-Szene, auch auf Twitter. Ja, Partner von Morgan Creek Capital. Der hat jetzt hier diesen Crypto-Venture-Fonds bekannt gegeben, hat gesagt, dass wir von 2 großen Rentenfonds, Pensionsfonds gestützt wird mit 40 Millionen Dollar. Und er sagt auch, hey, die Institutionen, die kommen nicht, sie sind schon hier. Und wenn man das so liest, ja, kann man das auch glauben. Und das ist etwas, ja, was, glaube ich, bald die Runde machen wird. Die beiden Fonds, das ist Fairfax County Police und Fairfax County Employees Pension Plans. Und da sind noch ein paar andere Firmen dabei, wie Versicherungen, das Krankenhaus, die Universität und so weiter. Sehr, sehr spannend, was hier gerade passiert. Dieser Fonds wird jetzt nicht hingehen und in Kryptowährungen investieren. Er sagt, sie werden ein paar Kryptos halten, aber zum Großteil werden sie in Firmen investieren, die halt in diesem Bereich aktiv sind. Und ja, diese Morgan Creek hat auch zum Beispiel schon investiert in Firmen wie Bakkt, BlockFi, Coinbase, Open Finance Network und so weiter und so fort, also in einige namhafte Unternehmen. Anthony Pompliano sagt auch, jeder Rentenfonds sollte
Bitcoin und Kryptowährungen kaufen, weil die Krise, die uns bevorsteht, Leute, das ist wahrscheinlich größer, als wir uns das noch vorstellen können. Auch da schläft die Politik meiner Meinung nach wieder. Ja, die Leute glauben ja immer noch, wenn sie heute in Rente einzahlen, dass das Geld angespart wird für die Zukunft. Das stimmt natürlich nicht. Das Geld wird sofort wieder ausgegeben. Ja, von heute auf morgen. Du sparst im Endeffekt einen Anspruch auf eine Rente ein. Und wenn jetzt die ganzen Babyboomer die nächsten 10 Jahre in Rente gehen, wir haben einfach nicht genug Leute in der Arbeitswelt, die das einfach stützen können. Also wir werden da noch große, große Einschnitte erleben in den nächsten 10 Jahren. Und das sieht auch er. Natürlich ist in Amerika die Situation nicht anders. Und er sagt, ja, die Rentenfonds müssen einfach in Krypto investieren, müssen halt dieses Risiko auch eingehen, weil es letztendlich nicht besonders gut aussieht dafür. Und er glaubt, sobald ein Rentenfonds diese Entscheidung trifft, dass es da so einen Dominoeffekt geben wird, dass dann wirklich eine Reihe von Fonds einsteigen, was natürlich auch dann dem Preis zugutekommt. Und ich kann nur eins sagen, für mich, Leute, ich investiere lieber selber in Kryptowährungen mit einem hohen Risiko, wo ich einen Totalverlust habe, in etwas, was ich langfristig halte, wo ich selber die Verantwortung trage, anstatt dass ich dem Staat letztendlich die Kontrolle darüber gebe. Leider kann man als Arbeitnehmer hier in Deutschland das nicht machen. Für mich als Selbstständigen sieht das ein bisschen anders aus. Ja. Da geht nämlich im Gehaltscheck einfach das Geld weg und du siehst es nie wieder. Aber ich kann es eben empfehlen, ja, ein bisschen auf die Seite zu legen, wenn du an diese Branche glaubst. Und das ist ein großes Wenn. Ja, du solltest natürlich daran glauben. Wenn du nicht daran glaubst, dann ist es natürlich ein höheres Risiko. Und ich kann es eben nur empfehlen, jeden Monat einen kleinen Betrag zur Seite legen, über die nächsten 15, 20 Jahre, wie lange auch immer. Ich glaube, damit wirst du relativ gut fahren. So, guck mal zum Schluss nochmal auf CoinMarketCap. Wir stehen bei 122 Milliarden Marktkapitalisierung, 20 Milliarden Trading-Volumen, Bitcoin weiter bei 52%. Und ja, die Top 10 sieht gut aus. Alles leicht im Plus. EOS hat 7% zugelegt zum Vortag, steht bei knapp 3 Dollar. Binance Coin 9,14 Dollar, 5% Minus, hat ein bisschen verloren zu gestern, aber die liefen ja gestern ganz gut. Und ja, Top-Gewinner zu gestern, das ist MOAC mit 24% Kurs plus, Quant 15% Kurs plus, Top-Verlierer ist Veritaseum mit knapp 8% und Electronium mit 7,3% Minus. Also auch für die Trader unter euch wieder einiges dabei. Also Leute, das war's von mir. Ich bin raus. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir ein Like, gebt mir einen Thumbs up. Ganz wichtig, wenn ihr noch nicht auf Steemit seid, der Social Media Plattform auf der Blockchain, ja, hier den Link habe ich eingeblendet, folgt mir auf Steemit, denn dort könnt ihr fürs Kommentieren die Kryptowährung Steem verdienen und das ist wirklich ziemlich cool. Ja, ich liebe die Plattform, macht mega, mega viel Spaß. Also Leute, ich bin raus, sag wie immer, macht gut, schwenkt den Hut. Let's fight the forces of evil in Bitcoin and Cryptocurrency we trust. Bam! Give us a Bitcoin to save.